Recht herzlich willkommen zur 130. Folge von Avorion. Ja, wir sind durchs Tor durch. Unser Schiff ist schon neben uns. Das ist auch noch mit durchgekommen. Und wir waren auf dem Weg. Ja, eigentlich wollten wir hier irgendwo hin. Das würde bedeuten, wir müssen weiter Ost-Nord-Ost oder sowas. Und dann können wir auch mal hier gucken, was da noch so los ist. Das Tor wäre Nord-Ost-Tor. Wäre das das Richtige? Nordost-Tor, ja. Das wäre das Richtige. So, hier haben wir noch so ein paar Sachen. Was haben wir hier? Kleidungsfabrik. Was haben wir da? Laserkopffabrik. Schon viel los hier, ne? Da ist ein rotes Tor. Das ist die Kleidungsfabrik? Ja, tatsächlich. Das ist, wenn man sich hier so rumdreht, nicht immer optimal, ne? Ja, nützt nix. Nordost-Tor, wir fliegen jetzt mal da weiterhin. Dass wir da hinkommen. Und dann schauen wir, dass wir da auch durchkommen, ne? Ja, der Planet da rechts mit dem roten Rand, das sieht richtig schick aus, ne? So, gleich ist unser Akku wieder leer da unten. Deswegen machen wir da nichts mehr dran, ne? Gleiten da so durch. Und sind schon wieder ein Sektor weiter, aber das ist noch nicht genug, wir müssen ja noch weiter. Jetzt weiß ich gerade nicht, ob das Schiff da eben noch den Befehl hat, nachzukommen, ne? Ja, das ist dann schwierig. Könnte man das irgendwo sehen? Eskortieren. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich fliege lieber gerade nochmal durchs Tor zurück, wollte ich sagen. Aber da ist er schon. Brauchen wir also nicht drüber reden. Er eskortiert uns immer noch. Aber jetzt vielleicht nicht mehr, ne, oder? Ne, er kommt immer noch mit. Alles also gut. So, da hinten ist noch ein Tor. Ost-Nord-Ost-Tor. Ost-Nord-Ost-Tor. Das ist wiederum richtig. Da wollen wir hin. Unsere Batterien laden sich da unten gerade auf. Sollen wir hier um das Schiff rumfliegen? Da ist das Tor. Fliegen wir mal hier so ein bisschen, dann kommen wir da auch gerade hin, ne? Ah, schaffen wir das da noch rein? Ich glaube schon, oder? Ja, jetzt der Saft alle, sagt er. Passt. Ja, wieder ein Sektor weiter. Und wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen. Fliegen aber schon mal vorwärts. Welches Tor ist das? Südosttor. Da hinten ist noch eins. Ost, Nord, Ost. Das wäre wieder unser Ziel. Aber gerade müssen wir erstmal ein bisschen Batterien aufladen. Wie viel sind denn hier so anwesend? Mal zu wenig. Torgebühr bezahlt. Das heißt, der andere kommt auch nach. Akku lädt sich auch. Wir fliegen mal langsam weiter erstmal. Tor nach World of Authority. Oh, wir müssen mal gerade ein bisschen ausweichen, oder? Oh, hier gab es aber... Ah, da haben wir gerade noch was gekriegt, eine Waffe. Gab es da noch mehr? Nee, ne? Hier war gerade ein Kampf. Der kommt nach. Nee. Die Waffe haben wir eingesammelt, ne? Der saugt da auf. Dann ist das wahrscheinlich unser Tor, ne? Oder? Ja, ist ja auch ausgewählt. Ost-Nord-Ost geht's da weiter. Naja, wir machen mal gerade Schub. Akku hat sich da unten ja wieder ein bisschen aufgeladen. Jetzt lassen wir den Schub wieder weg. Gleiten dahin. Nochmal angeschmissen. Und dann sind wir gleich schon durch. Nächster Sektor.
Schickes Tor. Wir sind durch. Na komm schon. Da sind wir. Noch ein Sektor weiter. Nordosttor passt. Oh. Ich glaube, der kommt schneller nach. Kann das sein? Das war früher nicht so. Da haben sie was geändert. Es gab aber keine neuen Infos für ein Update. Also es gab ein Update, aber es gab keine Infos darüber, was geupdatet wurde. Hier sieht's krass aus, oder? Warte mal, ich wollte mal gerade noch auf der Karte gucken, was hier los ist. Aber im Endeffekt zu wenig. Zack, wieder Schub. Und auf zum Tor. Hier gibt es allerdings genug 1625, sag schon, Asteroiden. Das wäre hier nicht schlecht zum Farmen, ne? Aber wer weiß, wo unser Miner ist, ne? Das wird hoffentlich nochmal irgendwann besser, dass man die auch aus der Ferne dann steuern kann oder denen beitreten kann und dann das Kommando annimmt. Ja, fliege mal gerade ein Stück hier weg vom Tor, sonst rammt er uns gleich wieder sofort, ne? So, jetzt müssen wir hier gucken. Ja, hier sind wir schon mal. Hier ist nicht schlecht, ne? Aber wir wollen jetzt nach... wieder Ost-Nord-Ost, oder? Das ist das Nordtor, aber... wo ist noch ein Tor? Da links ist dann das Ost-Nord-Ost-Tor. Fliegen wir da gerade nochmal hin. Gucken erstmal da durch. Und ja, dieser Sektor, wie viele Handelsposten sind denn hier drin? Keiner. Ausrüstungsdock, Ressourcendepot, Militärstation. Ausrüstungsdock wäre vielleicht noch ganz interessant. Reparaturdock. Ist das auch so? Nee, da ist es. Da gucken wir doch mal gerade rein. Ausrüstung handeln. Was haben wir denn da? Bergbausystem, Quantum 3 Hyperraum Upgrade, Radar Upgrade, Geschützkontrollsysteme. Hier gibt es Standard-Handelssysteme. Haben wir denn schon Standard-Handelssysteme? Nein, wir hatten bessere, ne, oder? Quantum. Haben wir die verkauft? Nein, ne, oder? Doppel, ne, haben wir wohl keins gehabt. Kann auch sein. Lang, lang ist her, ne? Maschinengeschützturm, Doppelgravitationsgeschützturm, Lasergeschützturm. Doppel-Titan-R-Abwrackgeschützturm. Das ist das, was richtig was bringt, der R. Den sollten wir definitiv da wegkaufen. Der hat 54,4% Effizienz. 10% Reibung erzielen, weniger Schaden, kein Schaden an Schilden, zerlegt Metalle in Altmetalle. Gut, das bedeutet, wir fliegen auf jeden Fall dahin und holen uns das da weg. Auf geht's. Der kommt nach. Ab zur Station da hinten. Da docken wir dann doch an und holen uns das weg. Oh, wir sind ziemlich schnell unterwegs. Okay. Wir hätten gern irgendwo einen Andockpunkt. Der ist doch ausgewählt, oder? Ah, da kommen sie. Ziemlich spät, fand ich. So, F. Ausrüstung handeln. Und den hier möchte ich kaufen. Wunderbar.
und verkaufen. Können wir den dann eigentlich Abwrack, Geschützturm, weg. Der ist da, das passt dann schon. Doppel-Tesla-Bergbau, Doppelmaschinen, Titan-Abwrack-Geschützturm könnte man auch wegtun. Der ist nämlich im Endeffekt besser. Effizienz gerade mal 15% und der hat 54%. Verkaufen brauchen wir nicht. Gut. Haben wir gerade reingeguckt. Doppelmaschinengeschützturm, Titanabwrackgeschützturm. Der ist so teuer, aber Effizienz 67,3%, aber ist kein R, doch Titan R Bergbaugeschützturm, da steht's doch. Dann sollten wir den auch noch kaufen. Den gibt's auch mehr, wa? Den gibt's auch dreimal. Den kaufen wir auch dreimal dann. So, dann nochmal auf Verkaufen. Titan Air Abwracker, vierfach Kanonengeschützturm, Bergbau, Nanoid, Bergbau, Geschützturm. Der fliegt raus. Tesla Geschützturm, Geschützkontrollsystem, Geschützkontrollsystem. Quantum. Es sitzt. Da ist der Bergbau, okay, alles klar. Wir haben die für 300.000 gekauft und jetzt ist er nur noch 80.000 wert. Krass, oder? Aber das ist okay so. Dafür müssen wir dann gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen. Wie viele Asteroiden sind denn hier? Keine, nur 11 Stationen. Also das mit dem Handeln so schlecht klappt, ne? Bin ich echt schon überlegen, ob wir ihn hier nicht umbauen zum Miner, ne? War das der letzte Sektor, wo so viele waren? Da waren 1625 Asteroiden. Vielleicht bauen wir den um und schicken den zum als Miner dahin. Aber das mit dem Handel, das ist, haben wir ja festgestellt, ist nix, ne? Ja. Dann würde ich sagen, wechseln wir gerade das Schiff. Na, ich habe den nicht ausgewählt, sonst käme das T auch eher, ne? So, dann gehen wir da rein, dann gehen wir dort rein. Was ist denn jetzt hier drin? Der Schildverstärker. C43-Detektor. In exotisch, okay. Fortgeschrittenes Handelssystem. Und Batterie-Upgrade. So, das bedeutet, Schildverstärker ist okay. Den braucht der dann nicht mehr. Dafür kriegt er dann den Abwracker. Radar-Upgrade. Quantum-Hyperraum-Upgrade. Hat er keinen Upgrade, keinen Hyperraum? Das Handelssystem braucht er dann auch nicht. Okay. Das können wir eben mal. Nee. Braucht er ja auch nicht. Ist ja auch Blödsinn. Das ist ein Geschützkontrollsystem-Generator-Upgrade. Können wir ihn mitgeben. Tech-Frachtraum-Upgrade. Den kriegt er auch noch. Transporter-Server. Dockabstand. Auf jetzt den Software für Transporterblock, wenn der Transporterblock auf dem Schiff, okay. Dann würde ich das so lassen. Und wir gehen hier hin und dann müssen wir hier noch ein bisschen was umbauen. Doppel-Tesla-Geschützturm. Dreifach-Pulskanonen-Geschützturm. Nanoid-Bergbau-Geschützturm. Hat er zwei, auf zwei hat er das, so ist das. Das bedeutet, wir gehen in den Baumodus, schließen dieses Fenster und gucken, wo die Geschütztürme sind.
Die sitzen hier oben alle drauf. Das ist der Bergbauer dann. Den können wir mal entfernen. Und der kriegt dann den... Oh nee, das war jetzt wieder voll toll. Störung Z, ne? Dann ist er wieder weg. Ja, ich wollte hier drauf. Und dann wollte ich den Titan-Air-Bergbaugeschützturm haben. Und den wollte ich dahin bauen, wo es nicht hingeht. Ah, da geht's. Du musst das Geschütz auf einem Block aus Titan haben. Okay. Nicht Kühlingslots. Okay, das heißt Pulskanonengeschützturm und der Doppel-Tesla, dann fliegt der weg. Und der kann dann dahin. Und der ist dann der Tesla-Geschützturm. Den machen wir erst weg. Können wir da auch zwei machen, ne? Aber da drauf geht leider nicht, ne? Das ist doof, ne? Aber dann geht's doch hier hin, ne? Dann machen wir das doch so. Aber, schade. Was hat er denn hier? Ja, das ist sehr schwach, das stimmt. Weil wir kein... Na ja, komm, dann lass den da wegnehmen. Den bauen wir mal da hin. Wieso geht denn der da nicht hin? Ach so, weil da zwei Platten übereinander sind, oder was? Okay. Bauen da ein. Und dann machen wir nochmal das... den Tesla wieder da dran, damit er sich wenigstens verteidigen kann. Der ging ja dann doch noch, oder? So, dann ist das hier oben auch weg. Und Feuerkraft ist ja ein bisschen besser geworden. Nötige Kanoniere 7,2. Wo ist denn unser Frachtraum da mit 188 geht, ne? Oh, was ist jetzt passiert? Ich habe entfernen gedrückt. Steuerung Z, wir müssen den wieder haben, so. Und B muss ich haben. Und dann ist das erstmal alles gut. Und dann... wählen wir den erstmal geradeaus. Ne, gehen auf die Karte. Gehen hier hin. Eskortieren. Und das ist geklärt. Dein Schiff hat keinen Kapitän. Alles klar. Bedeutet, wir gehen raus. Bedeutet, wir wechseln das Schiff. Bedeutet, wir gehen da wieder rein. Gehen dahin. Eskortieren. Und dann läuft's. Fliegen dann wieder zu dem Tor zurück, wo wir hergekommen sind. Ost-Nord-Ost ist verkehrt. Nordtor ist auch verkehrt. Wo ist noch ein Tor? Sieht jemand noch ein Tor? Das hatten wir gerade. Da. Südwesttor, das ist das Richtige. Aber durch den Dingens durch wird ein bisschen schwierig. Und jetzt geht die Reise wieder dahin und dann bringen wir da noch den... ja, Handelsschiff eigentlich, ne? Bringen wir dann darüber, der soll da Miner spielen. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Weil da waren ja ganz viele Asteroiden. Da kann er dann richtig was reißen. So, da sind wir durch. Der kommt dann mit. Neuer Sektor, oder nicht neuer, sondern alter Sektor. Und dann kriegt er da gleich den Befehl, dass er hier grasen soll. So, jetzt sind wir ein bisschen weg. Irgendwann muss er kommen. Erscheinen wird er gleich, will ich hoffen. Ich hatte doch den Befehl gegeben, eskortieren, ne? Oder ja.
Wäre jetzt krass, wenn hier noch so eine... Da ist er. So, Karte. Dahin. Und abbauen. Und er macht sich auf den Weg. Genauso wie wir es uns vorstellen, oder? Und richtig zügig ist er unterwegs. Respekt. Kann man gleich sehen, was er macht, ja, ne? Ja, hier wird es ja einiges geben, würde ich mal sagen, oder? Irgendwer baut noch ab, da rechts. War da nicht der eine Miner, der keine Lieferung mehr hat? Ah, da ist er schon zugange, ne? Jo. Herr der R. Der R-Laser konnte auch die Inhaltsstoffe erkennen, ne? Oder wie war das? So, da müssen wir ins Baumenü. Aber weißt du was? Da würde ich mal sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Da schauen wir nochmal rein, was das auf sich hat mit dem Laser hier, den Titan-R-Abbau-Laser, Titan-R-Bergbau-Geschützturm. Der kann ja auch dann sehen, wenn was im Dingens ist. Und das schauen wir uns aber in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch dabei seid. Macht euch die Glocke an, damit ihr informiert werdet, wenn die Folge kommt. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch. Ja, und falls ihr es noch nicht habt, dann macht ein Abo, dann seid ihr auf der schnelleren Seite. Alles klar, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.